So, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Vortrag Die Zukunft der Staubfiltration mit der Polytube-Technologie. Wir schauen uns heute mal an, wie innovative Produktentwicklungsprozesse sich positiv auf die Nachhaltigkeit und den Energieverbrauch von Produkten auswirken können. Mein Name ist Florian Seifert, ich bin für einen Kollegen von mir eingesprungen und darf Ihnen heute diesen Vortrag vorstellen. Viele von Ihnen kennen vielleicht die WAM Group. Wir sind seit 55 Jahren am Markt. Wir sind ein Hersteller von Komponenten für das Schüttgut-Handling, für die Entstaubungstechnologie und für die Mischtechnik. Und wir sind seit vielen Jahren bestrebt, unseren Kunden Produkte anzubieten, die sowohl in der Performance als auch im Energieverbrauch oder in der Nachhaltigkeit eben bestmögliche Ergebnisse liefern und dem Kunden auch größtmögliche Sicherheit bieten. Wir haben uns 6 Hauptziele gesetzt, denen wir uns verpflichtet haben im Bereich der Nachhaltigkeit. Da geht es eben darum, möglichst Produkte im Kreislauf zu behalten, das heißt auch Produkte zu recyceln, am Beispiel von Beton, dass eben auch Reststoffe wieder in die Herstellung von neuen Materialien eingesetzt werden können. Wir wollen die Staubemissionen reduzieren. Wir haben vor 5 Jahren die Nanofasertechnologie als Entstaubungsmedium auf den Markt gebracht und konnten dadurch den Reststaubgehalt von unseren Entstaubungsfiltergeräten drastisch reduzieren. Also wir sprechen bei Silo-Befüllungsprozessen heute von unter 1 Milligramm pro Normkubikmeter Reststaub, was eine deutliche Steigerung war. Und auch da geht der Prozess nach wie vor weiter, eben die Filter effizient zu gestalten und den Reststaub drastisch zu reduzieren, beziehungsweise die Emissionen generell zu reduzieren. Ein weiteres Ziel, das wir uns gesetzt haben, ist die Elimination von Druckluft. Also wir wollen überall auf der Anlage, wo Druckluft heute eingesetzt wird, wo sie nicht zwingend notwendig ist, eben Druckluft auch durch günstigere Energieträger ersetzen. Das heißt, wir wollen dadurch Leckagen vermeiden, wir wollen Prozesse, die heute mit Druckluftversorgung gespeist werden, eventuell mit elektrischer Energie speisen, aber da kommen wir später drauf. Das bewirkt dann auch schon das nächste Hauptziel, wir wollen die Energie einsparen, also Prozesse so energiesparsam wie möglich gestalten. Wir wollen den Mitarbeitern und den Betreibern der Anlagen die größtmögliche Sicherheit auf der Anlage liefern. Und wir wollen Anlagen, was den Footprint angeht, möglichst kompakt gestalten, um eben auch die Nachhaltigkeitsziele im gesamten Aufbau der Anlage möglichst schlank zu halten. Wir haben dazu am Beispiel des Projektes Zement-Silo viele Innovationen gebündelt und ich würde das Projekt einfach gerne mal vorstellen, damit man sieht, wie verschiedene Aspekte aus verschiedenen Richtungen sich insgesamt auf die Nachhaltigkeit auswirken. Die WAM Group hat 2022 auf freiwilliger Basis die erste Nachhaltigkeitsbilanz veröffentlicht. Die ist auf der Website erhältlich und downloadbar. Im Moment ist gerade die 2023er in Erstellung, also die aktuelle mit den 2023er Daten. Und all diese Projekte spiegeln sich auch eben in den Zielen der Gruppe wider. Hier sieht man so eine klassische Anlage, aufgebaut aus einem Silo, einer Schrägförderschnecke, die auf einen Waagebehälter fördert. Es wird gemischt und es wird in den Fahrmischer aufgegeben. Nebendran steht eine kompakte Anlage. Hier wurde ein Silo mit einer Vertikalschnecke verbaut und dadurch konnte das Silo deutlich näher an den Mischturm gestellt werden und der Footprint der Anlage insgesamt konnte drastisch reduziert werden. Das ist ein Beispiel, wie man auch im Bereich der Nachhaltigkeitsziele und des Verbrauchs von Platz und Raum deutliche Einsparungen erzielen kann. Hinzu kommt, dass die Struktur des Silos deutlich geringer gehalten werden konnte, weil ich eben mit dem Auslauf des Silos nicht so weit nach oben fahren muss, um den Weg zur Mischerbühne zu überwinden, weil dadurch, dass ich jetzt vertikal fördere, kann der Auslauf auch bodennah sein. Das heißt, die komplette Stahlstruktur des Silos wurde drastisch reduziert. Ich konnte deutlich weniger Materialeinsatz, deutlich weniger Stahleinsatz realisieren und das Silo auf der linken Seite hat eine deutlich höhere Kapazität, obwohl es von der Bauhöhe her geringer ist als das auf der rechten Seite. All das sind Punkte, die wir im Bereich der Raumeinsparnis berücksichtigen. Und dazu kommen dann eben noch die anderen Aspekte, Energieeinsparung und Sicherheitssteigerung, auf die wir dann in den einzelnen Produkten eingehen.
Ich habe es vorhin schon erwähnt, wir versuchen Druckluft einzusparen. Wir haben uns mit dem Thema befasst. Es gibt eigentlich kaum eine Druckluftleitung, die keine Leckagen aufweist. Und gerade auf einer Siloanlage ist häufig der Siloentlüftungsfilter auf dem Dach der Siloanlage der einzige Druckluftverbraucher. Das heißt, es wird eine Druckluftleitung über viele Meter hinweg verlegt, nur um den Siloentlüftungsfilter mit Druckluft zu speisen. Die Druckluftleitung ist im Außenbereich, die ist wind- und wetterausgestattet und ich kenne eigentlich kaum eine Anlage, auf der es nicht irgendwo Leckagen gibt, wo es nicht irgendwo ein bisschen rauspfeift oder wo es nicht irgendwo zu Verlusten kommt. Geschweige denn, dass im Winter so eine Leitung mal einfrieren kann, dass sich Kondensat bilden kann und so weiter und so fort. All diese Effekte wirken sich extrem negativ auf die Energiebilanz von so einem druckluftabgereinigten Entstaubungsfilter aus. Wir haben dann auch mal Kalkulationen angelegt, wenn wir ein 3 mm Loch irgendwo in der Druckluftleitung haben, wie viel Energie geht denn dann über das Jahr verloren? Und wenn man das Ganze dann eben übers Jahr rechnet, entspricht das ungefähr einer Wegstrecke mit einem gefahrenen Pkw von 36.000 Kilometern, was ja doch schon mit 9,1 Tonnen CO2-Emissionen eine deutliche Emission ist, die es zu reduzieren gilt. Wir haben uns dieser Herausforderung gestellt und haben mit dem Silotope Polytube, mit dem Filter, den Sie auf der Siloanlage auch aufgebaut sehen, die Möglichkeit geschaffen, auf Druckluft komplett zu verzichten und die Abreinigung mechanisch zu gestalten. Hier sehen Sie jetzt nochmal die Übersicht von dieser Raumeinsparung, also sowohl in der horizontalen als auch in der vertikalen ist die Anlage auf der rechten Seite vorteilhaft, weil eben die Höhe vom Silo deutlich geringer ist und der horizontale Platzbedarf deutlich geringer ist. Auch hier der Vorteil der eingesparten Stahlstruktur einer herkömmlichen Anlage, wo eben ein großer Stahlbau notwendig ist, um die Silos auf eine gewisse Höhe zu heben, im Vergleich zu einem einfachen Silo mit einer Vertikalschnecke, wo man schon sieht, dass da eben auch Rohmaterialien eingespart wurden, eben nicht unerheblichem Umfang. So, aber ich habe das Thema Emission und Energieverbrauch schon angesprochen. Das heißt, wir schauen uns jetzt eben mal an, wie ist so ein Silo aufgebaut, welche Komponenten sind dort verbaut. Wir haben oben auf dem Silodach den Siloentlüftungsfilter, den wir eben schon als Druckluftverbraucher definiert haben und haben eben die Befüllleitung mit einem Rohrbogen, unten sitzt das Quetschventil, die Silo-Füllstandsüberwachung und eben eine Drucküberwachung im Silo und für Überdruck- oder Unterdrucksituationen ein Über-Unterdruckventil. Das sind die relevanten Komponenten am Silo und wir haben jetzt mit dem Silotope Polytube ein Silo-Entlüftungsfilter entwickelt, das ohne Druckluftabreinigung funktioniert, aber nicht wie ein herkömmlicher Rüttelfilter abgereinigt wird, sondern über einen mechanischen Impuls abgereinigt wird. Das heißt, die Abreinigungseinheit wird bei einem anstehenden Druckdifferenzunterschied aufgeladen und reinigt über einen mechanischen Impuls einzelne Elemente ab. Die Silo-Befüllung kann während des Abreinigungsvorgangs weiterlaufen. Das heißt also, sie muss nicht unterbrochen werden wie bei einem herkömmlichen Rüttelfilter, sondern sie läuft weiter und die Abreinigung läuft Element für Element ab und der Filter oder die anderen Elemente, die gerade nicht im Abreinigungsprozess sind, halten eben den Entlüftungsprozess aufrecht. Die Polytube-Technologie besteht aus einer vielfachen Röhrentechnologie im Element, durch die staubbeladene Luft hindurchdringt. Das sehen wir jetzt hier auch in der Animation. Das Silo wird jetzt gleich beladen. Die staubbeladene Luft entweicht über den Silo-Entlüftungsfilter durch das Filtermedium. Das Filtermedium ist auch, wie beim Silotope Zero, mit der Nanofasertechnologie beschichtet. Das heißt, Sie haben auch hier den Vorteil, dass Sie extrem geringe Reststaubgehälter erzielen mit einer hohen Permeabilität des Filtermediums. Die Reinluft entströmt aus dem oberen Teil des Siloentlüftungs, des Filterelements und der abgehaltene Staub bleibt im Filterelement enthalten. Und oben entströmt dann entsprechend die reine Luft. Nach einer gewissen Zeit sättigt natürlich der zurückgehaltene Staub das Filterelement und die,
Die Filtersteuerung erkennt eine Druckdifferenz im Filter und schaltet dann entsprechend die Abreinigungseinheit ein. Die Abreinigung erfolgt rein mechanisch und der Staub wird nach unten abgeschlagen. Hier sieht man die Filmec, die Steuerung, die Druckdifferenz eben erkennt und dann entsprechend das Signal an den Filter liefert. Hier sieht man jetzt gleich den Abreinigungsprozess. Die Druckdifferenz steigt und die Abreinigungseinheit beginnt, das Element abzuschlagen. Das heißt, es entsteht ein mechanischer Impuls, der ist vergleichbar mit einem Druckluftjet-Impuls, der dann das Element eben impulsartig abreinigt. Das Flanschbild ist das gleiche wie bei herkömmlichen Silo-Entstaubungsfiltern aus unserem Haus mit einem 800 mm Durchmesser. Das heißt, die sind auch austauschbar. Und der Filter benötigt als Versorgung nur elektrische Energie. Das heißt also, wir müssen ein Kabel auf Silodach legen und ab dem Moment ist der Filter einsetzbar, weil er als Standalone-Lösung funktioniert. Dadurch, dass er über Druckluft läuft, braucht er auch keine separate Ansteuerung, sondern nur Dauerstromversorgung. Wir schauen uns das Ganze nochmal im Detail an. Wir haben also auf der linken Seite oben in dem blauen Rahmen die Abreinigungseinheit sitzen. Dann haben wir die Energieverteilplatte und darunter das Polytube-Element, das dann eben die Reinigung vornimmt. Der große Vorteil durch den Verzicht auf Druckluft ist die immense Energieeinsparung. Aber daneben haben wir noch Zeitersparnis durch die Verfügbarkeit des Filters auch während der Abreinigung. Wir haben ein sehr kompaktes Filter herstellen können. Dadurch, dass die Bauhöhe deutlich geringer ist als bei herkömmlichen Filtern, ist die Wartung erleichtert und wir haben deutlich geringere Staubemissionen erzielt. Hier sieht man nochmal eine Übersicht über die Nanofasertechnologie. Also das heißt, wir haben ein Grundgewebe, auf dem ist die Nanofasertechnologie aufgesponnen. Das ist ein Verfahren, das wir in-house herstellen. Wir können somit quasi eine Oberflächenabreinigung erzielen und mit dem Grundgewebe trotzdem eine sehr hohe Permeabilität sicherstellen. Das bedeutet, dass wir sehr große Luftvolumina mit kompakten Filtern abreinigen können und einen sehr geringen Reststaubgehalt erzielen können. Der große Vorteil bei der Nanofasertechnologie gegenüber herkömmlichen Filtermedien ist auch, dass die Staubpartikel nicht ins Medium eintreten, sondern an der Oberfläche abgeschieden werden und die Abreinigung dadurch als Oberflächenfilter leichter vonstatten geht, als wenn das Staubpartikel ins Medium eingedrungen ist. Wir verwenden bei den Polytube-Technologien auch bewusst keine gefalteten Medien, weil sich in den Faltungen stets Partikel oder Verkrustungen absetzen können, sondern wir haben reine, runde Geometrien, in denen sich keine Produktanhaftungen abbilden können und haben dadurch eine sehr hohe Effizienz, was die Filterfläche angeht. Der mechanische Impuls, der eben ohne Druckluft arbeitet, beansprucht auch das Filtermedium als solches mit einem geringeren Einfluss und das heißt, das erhöht auch die Standzeit und die Lebensdauer des Filtermediums, weil eben die Abreinigung sanfter erfolgt, aber dennoch eben den gleichen Effekt erzielt. Hier sieht man ein paar Anwendungsbilder von den Filtern. Wir produzieren die Filter jetzt insgesamt seit 2,5 Jahren, haben angefangen mit Installationen in Italien und haben jetzt seit über 1,5 Jahren auch Installationen in Deutschland erfolgreich platziert, wo wir viele Kunden auch schon überzeugen konnten, die auch bestehende Filtersysteme mittlerweile umgerüstet haben, weil eben auch noch andere Vorteile eine Rolle spielen. Ich habe geringere Emissionen auch im Bereich der Lärmemission, ich habe geringere Staubemissionen, ich habe einen geringeren Energieverbrauch und das wirkt sich auch auf Kundenseite sehr positiv auf die Energiebilanz aus. Und viele unserer Kunden sind ja auch verpflichtet nachzuweisen, dass sie eben Energieeffizienzmaßnahmen vorantreiben und eben investieren in den Energieverbrauch zu senken. Und da spielt eben auch die Entlüftungstechnologie eine große Rolle. Ja. Hier sieht man eine Testanlage bei uns im Hauptquartier in Italien, in dem auch die Filtermedien dann getestet werden. Wir haben mit verschiedenen Produkten das Filtermedium getestet, weil wir es nicht nur im Bereich der
Baustoffindustrie und der Zementindustrie zum Einsatz bringen wollen, sondern auch in anderen Bereichen. Und wir sehen da auch sehr große Vorteile, eben aufgrund der geschlossenen Geometrie ohne Faltung und aufgrund der hohen Permeabilität, dass wir diese Filterelementtechnologie als sehr effiziente Lösung auch in anderen Bereichen zum Einsatz bringen können. Auf dieser kurzen Videoaufnahme sieht man in der Testanlage, wie das Element abgereinigt wird und wie der Staub auch abgeschieden wird. Das heißt also, hier steht jetzt Simulation der Abreinigung. Im Endeffekt ist es die reale Abreinigung. Also es ist eine staubkammerbeladene oder eine staubbeladene Kammer, durch die dann die saubere Luft durch das Filtermedium tritt. Und die Elemente werden dann nacheinander abgereinigt. Das heißt, wir reinigen von links nach rechts ab. Jetzt kommt gleich der erste Impuls und man sieht, von rechts nach links, und man sieht, wie der Staub vom Element abfällt. Nachdem dann das rechte Element abgereinigt ist, wird das nächste abgereinigt und die anderen beiden Elemente sind in dem Moment im Einsatz. So funktioniert es auch in dem normalen Entlüftungsfilter im Silobetrieb, dass eben immer ein Element nach dem anderen abgereinigt wird. Nachdem der Befüllvorgang oder der Prozess erledigt ist, reinigt der Filter auch nochmal alle Elemente nach ab. Das heißt also, nach dem Befüllprozess oder nach dem Befüllvorgang ist dann der Filter auch wieder im Ursprungszustand, dass er dann, wenn er eben jetzt mit einem neuen Prozess startet, auch quasi wieder bei Null beginnt. Ja, das ist die sogenannte Endreinigung. Wir haben dem Ganzen dann auch eine Lebenszyklusanalyse zugrunde gelegt und haben mal nachgerechnet, wie wirkt sich das Ganze eigentlich in der Lebensdauer inklusive des Produktionsfortschritts, aber auch im Betrieb da auf der Anlage dann entsprechend auf die CO2-Emission aus. Und wir haben dort drei Filter verglichen. Wir haben einen herkömmlichen Filter verglichen, der noch mit einem normalen Polyesternadelfilz abreinigt und eben auch ein Reststaubgehalt von ca. 10 Milligramm pro Normkubikmeter erreicht. Im Vergleich mit einem baugleichen Filter, der schon die Nanofasertechnologie beinhaltet, also dem aktuellen Silo Top Zero, den Sie auch weiterhin als Silo-Entlüftungsfilter einsetzen können, und im Vergleich eben den Silo Top Polytube. Und wenn man dann eben die totale Emission an CO2 auf eine Lebensdauer von 10 Jahren sieht und vergleicht schon die erste Evolutionsstufe von 6.300 Kilogramm CO2-Äquivalent auf 2.440, ist das schon eine drastische Reduktion. Das erfolgt aufgrund der geringeren Energieeinsatzes bei der Produktion und auch im Betrieb. Aber eben durch die Nanofasertechnologie auch schon dadurch, dass der Druckluftdruck deutlich reduziert werden konnte. Also während wir vorher mit 6 Bar Druckluft abreinigen mussten, konnten wir die Druckluft auf 4 Bar reduzieren und wir konnten die Anzahl der Druckluftstöße reduzieren. Mit der Silotop-Polytube-Technologie können wir halt die Druckluft komplett eliminieren und dadurch erreichen wir eben eine Reduktion auf 736 Kilogramm CO2-Äquivalent, was dann quasi einer Reduktion von 89% entspricht. Das ist also schon echt immens. Ja, also wir haben da natürlich Berechnungen von einem Energiemix zugrunde legen müssen. Das ist in dem Fall jetzt Italien, aber das ändert sich nicht, weil im Endeffekt, sage ich mal, die Energiekosten in Deutschland eher sogar noch höher liegen. Ja. Das sind dann nochmal die prozentualen Werte. Also wie gesagt, schon in der ersten Evolutionsstufe sehr deutlich, aber jetzt mit der neuen Technologie nochmal mehr. Das ist nur ein Beispiel. Wir haben viele weitere Produkte in unserem Portfolio, mit denen wir versuchen, Emissionswerte zu reduzieren und Effizienzsteigerungen zu erzielen. Die möchten wir Ihnen gerne vorstellen. Wir sind sowohl in der Halle 5 mit 2 Ständen vertreten, als auch hier in der Halle 7 haben wir einen Stand. Der Stand in der Halle 7 ist speziell der Entstaubungstechnik gewidmet. Also das heißt, dort finden Sie rein Produkte zur Entstaubungstechnologie, während wir in der Halle 5 einen Stand für die Mischtechnik haben und einen Stand für die Fördertechnik und für weitere Komponenten rund um Silo. Ich würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen bei uns auf dem Stand begrüßen dürfte. Und wenn noch Fragen sind, gerne hier im Plenum oder gerne später auch bei uns am Stand. Vielen Dank. Ja?